Hallo meine Freunde, der Sonne das immer wieder und weiter geht's mit Tourette reagiert auf Abonnenten. Ich bin mega gespannt und ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ja, wir gucken mal rein, ne? Ritzke random, vor allem der Spacko. Hallo, woher kommst du? Bayern. Ach du Scheiße, mach weiter. Gar nicht, ich chill nur. Ach ja, ich dachte 5 gegen den Billy. Ah, das ist der Dildo, oder? Lecker, lecker. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich will nicht wissen, wo da schon überall drin war, ne? Ich glaube, der Tim muss... Gut, der Blick sagt jetzt schon so... Also, ich sollte lieber nochmal Zähne putzen. Auf unserem YouTube-Kanal. Wir werden heute mal etwas Neues ausprobieren. Und zwar werden wir heute mal ein bisschen auf OMETV unterwegs sein. Wir haben das... Format natürlich nicht irgendwo schon mal abgeguckt. Danke, Lukas. Wir werden gleich mit ein paar Leuten von euch reden. Und zwar haben wir auf Instagram Bescheid gegeben, dass wir dort unterwegs sind. Genau. Und wundert euch nicht wegen den anderen Klamotten. Wir haben einfach vergessen, das Intro zu machen. Und deswegen ist jetzt das Intro da. Genau. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß. Da sind ja manchmal komische Menschen unterwegs, habe ich gehört. Ich habe das auch gehört. Bin mal sehr gespannt. Nee. Hallo. Nee. Hi. Nee. Warte. Seid ihr die Richtigen? Das kann doch nicht sein. Der Schweigefuchs. Alter, ihr seid halt echt real, ne? Ja. Ja, war so klar. Ich glaub, der nee, weißt du. Warum in diesem Gesicht hast du? Ich bin sehr plötzlich eingefroren. Eingefroren? Warte kurz, ich kuriere nicht ein. Ein Moment, wir müssen gerade über Wachs diskutieren. Mein Puls ist so weit oben, Leute. Werd eine Wachspuppe, die haben keinen. Habt ihr? Puppe. Oh mein Gott! Boah, Alter! Müsst ihr euch mal. Wer seid ihr? Scheiße! Ich wusste gar nicht, dass ich meinen Laptop noch anhab. Das scheint wohl, Ich hab auch mal solche Videos geguckt, wo YouTuber so drauf reagieren und sowas. Und da habe ich schon mal ganz andere Videos gesehen. ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch extra, wo der Laptop dann, also die Kamera nie ausgemacht wurde. Und dann hat man halt mal schweinische Sachen gesehen. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Asteroid kommt! Oh nein! Luftalarm! Warte mal ein Foto! Ein Foto, Alter! Ob Lukas dich grüßen kann, Der Lukas wird dich grüßen, der Lukas wird dir die Schuhe sauber machen. Ich sorg dafür. Der ist auch zu nicht zu gebrauchen. Seine Videos sind scheiße. Nein, niemals! Ein Attentat. Ey, könnt ihr kurz bitte dranbleiben? Ihr seid nicht die echten. Nein, wir sind die Imitation. Hä, ich verstehe das ja so ein bisschen. Dass man erstmal so übelst aufgeregt ist, aber die Frage, seien die echten? So, wer soll denn das sonst sein? Soll jetzt hier irgendwie Double sein oder so? Keine Ahnung, ey. Ich bin euer größter Fan! Ah, Schweigefuchs! Seid ihr einverstanden, wenn ihr im Video zu sehen seid? Nein! Ja, alles gut! Ihr seid so große Ehrenmänner! Ich kann nicht kurz einen Freund von mir grüßen? Ja. Hallo, liebe Grüße okay. An deinen Freund! Ich grüße einmal Jeremy, Annelore. Ja. Ja, dann grüße ich mal einmal meine besten Freunde Hannelore, Jeremy, Pascal und Chantal und Kevin. Empfohlen.de. Geld verdienen als Künstler. Dicken Freund. Hallo. Hi. Was ist das? Na, alles klar. Hi. Ja, und bei euch? Ja, bei uns auch. Was machst du so Schönes? Ich sitze gerade in meinem Zimmer. Wir hatten gerade Online-Training, weil Corona. Was für ein Training hast du? Tanzen. Lol, ich dachte jetzt so, das war übelst geil, so Online-Training, irgendwie Fußball spielen oder so, stell ich mir als übelst geil vor. Da erzählt der Trainer euch was und das müsst ihr dann in der Wohnung so nachmachen. Das war irgendwie witzig. War irgendwie ein witziges Training. Karnevalistischer Sport. Ach, Gardetanzsport. Wir haben eine Garde, aber ich tanze keine Garde. Also schaut an. Tanzt uns etwas vor. Ja. Hallo. Hi. Ey, guck mal, wen wir getroffen haben. Hallo, guten Tag. Was? Richtig random, vor allem der Spacko. Keiner von uns ist alkoholsüchtig und niemand ist spielsüchtig. Uns geht es super. Ich bin spielsüchtig. Eher spielsüchtig. Bin ich nicht. Oh mein Gott. Ach, da war schon einer. Hallo. Nein. Was ist...
Ich will gar nicht wissen, was da dabei war, was er gerade gemacht hat, ey. Krass. Aber das ist so heftig, dass solche Leute halt auch mit dabei sind, ey. Könnt ihr euch nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, ist das irgendwie ein Fetisch, das dann vor der Kamera zu machen und dann so gesehen zu werden oder sowas? Moin, Malte! Na, alles klar bei dir? Ja, alles klar bei dir so. Bei uns auch. Was geht bei dir so? Also bald schlafen gehen, morgen Schule. Ah ja, bei uns morgen Corona-Test. Ja, schon wieder. Das sollte echt mal wieder in die Schule gehen. Ja, bei der Nase ist jetzt schon das dritte Mal, dass in die Nase kommt. Das wäre echt ein bisschen unangenehm. Und was machst du sonst? Bist du schon die ganze Zeit hier unterwegs? Ich war gerade noch draußen mit Freunden. Woher kommst du? Missbrauch melden stand gerade hier. Und erstmal Missbrauch melden. Er macht keine Hausaufgaben. Bayern. Ach du Scheiße, mach weiter. Ich bin super anhaut. Was geht? Alter, Was geht? Alles klar, ich eine Kappe. Es geht, danke. Was machst du so? Gar nichts, ich chill nur. Ach ja, ich dachte 5 gegen den Willi. Ja. Ja, nee, ich will nicht so wie die ganzen anderen hier. Also, ganz kurz ein Foto machen. Ja, ja sicher. Klar. Boah, danke schön. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Was bringt das? Das wäre genauso wie, wenn ich jetzt mein Handy rausholen würde und jetzt so ein Foto machen würde von den beiden. Was bringt das? Guck mal, ich habe Gewitter im Kopf im Internet gesehen. Ach krass, ey. Wo hast du denn das gesehen? So, das wäre genauso wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Gronkh gehen würde und mir ein Video angucken würde und dann oder ein Livestream so angucken würde und dann schreiben würde, hier darf ich mal ein Foto von dir machen und dann der Gronkh mir so antwortet, ja klar, gerne, mach ich so ein Foto von dir. Hä? Perfekt, danke. Soll die Mutter streng werden? Das gefällt mir. Die geilsten News, die es gibt. Der komplette linke Flügel ist das Bestverseucht. Das heißt, die Jungs schlafen mit. Seid ihr nicht Gewitter? Ey, ja. Nee. Hey lol, was geht ab? Put your hands up. Put your hands up. Was geht ab bei dir? Nicht viel bei euch. Auch nicht viel. Danke, dass du so Partystimmung verbreitest. Der hat doch ein bisschen hier, ne? Bei mir geht nicht viel ab. Ich habe hier ein bisschen LSD-Kräuter und sowas und wie heißt denn der andere Scheiße, mehr kenne ich gar nicht. Was gibt's denn noch hier? Und die andere Kacke da. Echt nice. Die machen wir weg. Ah, wir haben sie gefunden. Hi. Hallo. Na, alles klar bei euch? Sie wollte Netflix gucken und ich habe sie genötigt. Nein, auch Mäckle gucken. Oh, mein Herz geht gerade übel schnell, ne? Ich hab's genötigt, jetzt hier online zu kommen. Was? Nee. Wie ihr euch so während Corona außer auf Omegle unterwegs sein? Wir können rausgehen. Ich kann auch rausgehen, ich habe eine Haustür. Ich guck alle Videos, ja? Ach komm, das ist cool. Wie lange bist du schon dabei? Boah, keine Ahnung, weiß ich gerade echt nicht. Ewig. Ich glaub, ja, ewig, boah, ewig. Ach, echt lange. Ein Gewitter am Kopf Ultra. Und jetzt gib mir den Sekt zurück, ich will es. Jetzt. Jetzt. Hallo. Oh mein Gott, hallo. Hallo? Hallo? Ich grüße hallo. Sie. Ja. Oh, du bist richtig professionell ausgestattet. Ist ja doch besser als unseres. Sogar die Wand leuchtet. Das ist aber halt wirklich so, ne? Ist euch schon mal aufgefallen, dass so, auch Leute, die gar nicht so streamen und sowas, ne? Die haben meistens ein Setup, Alter. Da denkst du dir, gut, was ist los bei euch? Habt ihr überhaupt noch Geld zum Leben? Ich kenne auch einen Kollegen, der hat bei sich zum Beispiel zu Hause jetzt gerade, der hat so eine, der hat ein Zimmer, wirklich nur so ein Gaming-Zimmer, aber er streamt aber auch nicht und sowas, ne? Der hat hinter sich ab, der hat auch eine Facecam und sowas, wie schon gesagt, der streamt nicht, aber der hat hinter sich so ein Display halt hingemacht, so. Also sollte der mal in 80 Jahren streamen, das hat er nie vor, dass da was so läuft, dass so sein Emblem so gezeigt wird und der hat in seinem Zimmer 3 PCs stehen und auf der einen Seite hat er noch eine PlayStation 5 jetzt stehen. Und da denkst du, Alter, für was brauchst du so ein Setup? Wo hast du das Geld da? Ja. Ich mach grad meine Lehre, da denkt man sich so manchmal, Alter, was verdienst du mit deiner Lehre? 1000 Millionen Euro? Ja, das ist ein Wort, eine Million Euro oder was? Netto. Ja, boah, das ist krass, das wollte ich mir auch kaufen fürs Zimmer, weil das so cool aussieht. Warst du vorher schon hier oder hast du die Story oder so gesehen? Ich war vorher schon, ich hab da absolut keine Ahnung. Hallo, ich habe gerade Alkohol gesichtet. Nee, aber ist ja cool, dass wir uns... Get on my level. Wir nehmen ja gerade okay. Ein Video auf hier. Fan von Wunder. Erstmal bei OPEC unterwegs.
Was geht? Hi, alles klar. Na, ich habe euch schon lange verfolgt. Ist es eigentlich für dich schlimm, wenn jemand lacht über deine Ticks? Also das... Warum zeigt er eigentlich hier sein Knie? Ist das ein Fetisch? Gibt's Frauen, die auf Knie stehen? Warum? Ich habe schon lange verfolgt. Ist es eigentlich für dich schlimm, wenn jemand lacht über deine Ticks? Also das Gesicht von Tim ist schlimmer. nein, das finde ich nicht schlimm. Hallo. Hi. Oh mein Gott, Gewitter am Kopf, geil. Ja, hi. Genau. Wie geht's euch? Super, dir? Oh mein Gott, ja, Gewitter am Kopf. Spielst du Klavier? Ja, aber ich chill auch gerade noch auf das... Spiel mal Klavier. Ja, okay. Ich spiel jetzt mal was vor. Okay, kann dann nur sein, dass meine Eltern hochkommen, weil ich zu laut bin. Aber egal. Das Headset ist übrigens cool. Oh, das ist echt gut. Krass. Ich kann nicht Klavier spielen. Tim, halt still! Ja, ist echt geil. Ist echt cool. Also, so wirklich Klavier. Dankeschön. Bon. Moin! Hallo! Ne, seid ihr echt? Na, und was geht bei euch? Wie geht's euch? Ja, ich bin ja jetzt gerade zum ersten Mal bei Omegle unterwegs. Bis jetzt irgendwie wenig auch. Penisse gesehen. Wir haben schon viele gesehen, sehr viele. Echt? Ja, leider Gottes. Ah, nein! Was nein. geht? Hallo? Nein! 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 Wie geht's euch? Gut, sehr und dir? Gut. Auch. Ich höre gerade zum ersten Mal jemanden, der Tourette wirklich hat, ne? Hast du noch vorher niemanden mit Tourette irgendwie kennengelernt oder Nö, was davon absolut. Mitbekommen? Kannst du den Kanal denn? Ja, euren Kanal kenne ich ja. Also ich gucke ja ein paar Videos so, aber jetzt so in Real Life so. Findest du es komisch? Schon, ja. Ungewohnt, ja. Ich muss auch sagen, dass du gerade echt nicht viel abkriegst. So, wir haben ja schon mit ein paar anderen Leuten geredet, die haben schon ein bisschen mehr zu hören bekommen. Ja, wir sitzen halt schon was länger hier. Ja, komm, Gisela, hau was auf. Hi. Hi. Hallo. Was geht bei dir? Ist das Schmink? Jetzt mal, ne? Also ich bin ja auch immer durch mein Licht, das muss ich irgendwie mal umbauen, auch immer mega weiß. Also entweder die ist schon tot, die treten gerade einen Film für The Ring 3, kann auch sein, ne? Kennt ihr ja mit VHS-Kassette hier und dann wurde dann aus dem Fernseher und dann töte euch. Ne? Oder das Licht ist scheiße. Hi. Hi. Oh, sie ist wirklich Hallo. Tot, eine Leiche, die redet. Was geht bei dir ab? Ich schon. Läuft. Lässt es. Nice. Auch mal guter Gesprächseinstieg. Okay, wo macht ihr noch so? Wir reden jetzt noch mit ein, zwei Leuten und wir reden gleich Pornos. Nee, nie im Ernst. Nie. Hallo. Verarscht. Ja, das ist eh nicht echt, Junge. Nein, Mulla, nein. Okay, ich frag jetzt was, aber ihr antwortet drauf, okay? Okay. Ganz ehrlich, ich würde das jetzt einfach, ich muss da auch mal so Videos machen, ich würde das einfach nie machen, ich würde einfach nicht drauf antworten, dass er denkt, dass es nicht echt ist, ich würde einfach nicht drauf antworten. Nein. Das war schon die Frage. Okay, ich bin Abdul, wie heiße ich? Abdul. Okay, warte, okay, jetzt habe ich eine Frage und die wird euch knockouten. Okay. Ja. Was für eine Farbe hat das T-Shirt, oder ist das ein Pulli oder ein T-Shirt? Da hinten. Das, was an der Wand hängt. Oh mein Gott. das ist rot, aber das ist so ein T-Shirt von den Kölner Haien. Wir haben mit denen mal ein Video gemacht. Bruder, das ist viel zu krank gerade. Tim, das ist falsch, Bro. Mach es richtig. Das steht nicht hier, aber nein. Ja. Oh mein Gott, Wulla, nein, das glaube ich gerade nicht. Laber nicht, laber nicht. Alter, nein. Ich dachte gerade, das ist Jonas Ems. Ich dachte einfach, Jonas Ems ist da. Halt, oh, bitte nicht. Ich kann, das ist, nein. Das habe ich gerade auch gedacht, bitte nicht krass. Jonas Ems. Erstmal Respekt an euch. Krass, ey, der stimmt der. Eure Videos Bruder. Und vor allem, ich habe bei euch schon auch so öfters kommentiert und ich habe wirklich den größten Respekt vor euch. Vor allem von Jan und von dir, Tim, in dem letzten Video, wegen dem Mobbing mit den Takes und alles. Wirklich großen Respekt davor und ich finde gut, wie ihr es macht. Macht bitte so weiter, ihr seid die Besten. Boah, danke. Dankeschön. Das ist uns echt, das ist mega lieb. Vielen Dank, wirklich. Bitte. Kein Ding. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, oh mein Gott, Alter. Euch noch einen schönen Abend noch, ne? Dir auch. Danke. Ciao. Dir auch. Danke. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wie hat's dir so gefallen? Ich fand's ziemlich cool. Wir haben einige neue Sachen gesehen. Cool auch mal mit euch zu interagieren. Gerade in der jetzigen Zeit ist das ja über Omegle ziemlich gut. Das heißt, Omegle TV oder
Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall darüber war ziemlich cool. Wir werden das, glaube ich, in Zukunft häufiger mal machen. So wie jetzt, deswegen auch diese Klamotten. Wir drehen nämlich jetzt direkt auf meinen Teil. Hoffen wir ja, dass es gut bei euch angekommen ist. Wenn du dich wehrst, stecke ich die Seite mit der Schraube zuerst rein. Warum lasse ich ständig so welche Sachen hier auf dem Tisch stehen? Weil du dumm bist wie Scheiße. Aber wie schon gesagt, Gisela, ne? Sagt halt gerne mal die Wahrheit, ne? Das war ein übelst geiles Video, fand ich sehr cool. Ich finde immer die Reaktion so übelst geil, kann ich ein Foto machen oder so, seid ihr echt so, cool wäre es echt gewesen, wenn die ihn am Anfang so ein bisschen verarscht hätten, wenn die gesagt hätten so, also wenn die eine andere Antwort gegeben hätten, wäre übelst cool gewesen. Das hätte mich übelst gefreut und dann am Ende das halt dann so, halt, ne, aufgeklärt, dass es, dass wir echt sind. Jo, hat mich wieder mega gefreut, war wieder ein wunderschönes Video und, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, lasst euch nicht ärgern und ja, wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!